Hallo zur Aufnahme. Bis zur letzten Folge habt ihr Streamaufzeichnungen gesehen. Jetzt allerdings starten wir einfach mal eine normale Aufnahme und ich spiele noch ein bisschen Gas Station Simulator weiter, weil das Spiel tatsächlich Spaß macht. Und ich habe das Spiel auch gestern im Stream gespielt und jetzt direkt wieder. Ich hoffe mal, ich komme noch gut zurecht. Es ist ja noch nicht so lange her, ne? Just as I So. wanted. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich bin neu an der Kasse. Genau. Wir müssen die Werkstatt kaufen. Und ich glaube, die hat 300. Genau, die kostet 300 Geld. Guck mal, wie viel Sprit wir noch haben. 100 Liter. Okay, da kommen wir erstmal ein bisschen mit hin. Dann kaufen wir die Werkstatt. Ich glaube, das ist diese Ruine hier. Und ja. Dann gucken wir mal, wie wir mit der Werkstatt zurechtkommen. Aber ja, ganz normal spielen wir jetzt ein bisschen Gas Station Simulator und ich freue mich. Das Spiel macht mir bisher sehr viel Spaß. Und ich glaube, es wird auch nochmal richtig herausfordernd und gegebenenfalls auch stressig. Je mehr wir hier zu tun bekommen. You too. Muss ja auch bedenken, dass ich die Sachen hier, also Snacks und Getränke auch nachkaufen muss. Also ich kann jetzt nicht mein ganzes Geld für die Werkstatt rausballern. So, ja, hol dir mal ein Eis. Guck nur, was du tust. Ich werde es übrigens handhaben wie im Stream. Ja, also ich werde jetzt nicht jede Folge Hallo und Tschüss. Ich spiele jetzt 1, 2 Stündchen, schneide ein paar Folgen raus und ja. Dann gucken wir mal, wie weit wir das Spiel auf YouTube spielen. Weil ich glaube, so ein richtiges Ende-Ende gibt es ja bei dem Spiel nicht. Ja, du verbesserst deine Werkstatt. Vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, dass es heißt, ja, deine Werkstatt ist komplett, deine Tankstelle ist komplett und du hast alles erreicht, aber ich glaube nicht, dass das Spiel dann zu Ende ist. Du wirst halt einfach ganz normal weiterspielen können. Los. Ich glaube, es war tatsächlich. Es war tatsächlich diese Ruine, diese Baracke, Ruine, wie auch immer, die jetzt unser Werkstatt ist. Ich glaube, wir gucken uns die gleich mal an. Awesome. So, denn ich habe von dem Spiel natürlich schon mal so ein bisschen was gesehen. Warte, bis der Kunde das Fahrzeug verlässt und drücke den Knopf auf der Hebebühne. Nutze die Fähigkeiten, um zu sehen, welche Bereiche deine Aufmerksamkeit erfordern. Bevor du mit der Reparatur beginnst, stelle sicher, dass genügend Ersatzteile da sind und dass du das richtige Werkzeug in der Hand hast. Das Auffüllen der Lagerbestände für Ersatzteile folgt auf die gleiche Weise wie die Bestellung neuer Produkte. Verwende den PC. Ja. Das Problem wird werden. Dass die Ersatzteile natürlich auch ein bisschen was kosten und wir erstmal nicht viel Geld haben. Aber es wird nach und nach. Wo ist jemand an der Kasse? Da!
Ich weiß gar nicht, wie das hier eigentlich ist in dem Spiel. Gehen die irgendwann einfach, wenn denen das zu lange dauert? Oder warten die, bis ich da bin? Tatsächlich bald mal nachbestellen. Türreifen, Spiegel. Warte, welcher Reifen? Ich muss erst einen neuen Reifen holen. So, dann haben wir Spiegel. Und Kratzer. Oh, schnell zu. Oh, 5 Leute an der Kasse. Entschuldigung. I was worried I'd go over budget. Gut. Gott sei Dank machen die keine riesengroßen Einkäufe hier. I was worried we'd be stranded. Ich weiß gar nicht, warum haben wir eigentlich Ersatzteile in der Werkstatt, die gerade eben noch eine Ruine war. Super. Müll ist voll. How can you work here? Ja, Entschuldigung. Ich geh mal aus dem Weg. Kann ich kassieren? Und den Müll. Also, ja. Ein bisschen Nachsicht. Okay, wir so Sprit bestellen. Wir haben eine E-Mail. Ersatzteile. Nee, aber wir müssen Sprit bestellen. Und Autoteile. Oha, wir können hier auch richtig viel irgendwann reparieren. Das gleiche wie bei den anderen Sachen. Was? Wie teuer? Oha. Nee, ich will jetzt gerade nichts kaufen. Das ist mir zu teuer. So, der Spritlieferant ist unterwegs. Ist das eigentlich Müll? Hier müssen wir irgendwann auch auffüllen. Eis zum Beispiel wird schon eng. Ein Kunde an Werkstatt. Ah nee, ich muss kurz warten, mit der hier wenigstens sein Sprit los wird. Sonst blockiert ja alles. Und ich gehe von aus, die warten halt, ne? In der Werkstatt. Und
Tag, Herr Officer. Was kaufen Sie denn hier alles? Wird eine lange Schicht. Have a nice day. Oh, 44. Oh, es ist jemand an der Zapfsäule. That'll do. I was worried I'd go over budget. Oh, jetzt kommt halt hier die nächste. Jetzt wird es ein bisschen stressig. Weil jetzt müssen wir danach in die Werkstatt gucken, was der Kunde braucht. Gern geschehen. Die Frage ist, können wir die Werkstatt auch schließen? Weil ich weiß nicht, ob ich mir jedes Mal Reifen leisten kann. Oh, der braucht nämlich auch schon wieder einen Reifen. Und ein Spiegel. Just as I wanted. Immerhin $180. Na gut, irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Wenn wir schon Reifen und Co. kaufen müssen. Ja, das ging ja mal voll in die Hose. Ich kann nur hoffen, der bezahlt wenigstens irgendwas. Entschuldigung. Good job. Good job. Ich glaube, ich bin manchmal zu schnell für das Spiel. Guten Tag, die Dame. Super. Und ab an die Kasse. Top of the line job there. So be. Schon wieder schmutzig hier. Muss Produkte nachkaufen. Ich würde gern Zigaretten verkaufen. Wollen wir uns ein Zigarettenregal kaufen? Zigaretten. Wenn es schon groß ist. Oh, wir haben eine Rakete. Oh, das ist aber... Oh. Sehr groß. Was haben wir für eine Rakete? Schön. Oh, ein Kunde in der Werkstatt. Immer dieser Countdown, das macht mich nervös. Bloß ein paar Kratzer? Wo ist meine Maus? So, wir kaufen mal gleich was ein, wenn wir die hier abkassiert haben. Vielleicht sind auch die, weil der Tag ist noch nicht rum, ne? Die Preise für die Reifen und so jetzt besser.
Lifesaver. Gern geschehen. Was haben wir denn hier? Das scheint gerade günstig, das scheint gerade günstig. Und das? Das? Und das? Und dann ist mein Geld wahrscheinlich komplett weg. Naja, ein bisschen ist noch da. Oh, Kraftstoff ist hier vorne. Super! Super! Ach so, ich muss ja dann gleich dem Lieferanten hinten das Lager aufmachen, ne? Müssen die Leute hier halt kurz warten. Hinten kommt es schon. Das ist wiederum cool, dass du hier jederzeit beliefert wirst und nicht irgendwie dann warten musst, bis der nächste Tag ist. Super. Super. Oh, der Lieferant ist da, ne? Da. Ja, Entschuldigung. Ich weiß halt nicht, ob die Diebe auch durch die Tür kommen. That'll do. So, raus mit dir, schnell. Kunden warten. Und die Tankstelle ist verdreckt. Guck dir den Balken oben an. Da, schönen guten Tag. You're a lifesaver. Gern geschehen. Ich finde das Kassieren tatsächlich irgendwie cool. The King of Retail musst du halt an der Kasse nichts machen. Hier musst du das halt so richtig über den Scanner ziehen. Irgendwie ist das witzig. Mag das. Good job. In der Werkstatt. Na, Anni, wartet. Erstmal auffüllen. Getränke habe ich keine gekauft. Oh, Mensch. Ich habe gerade erst eingeräumt. Aber viel Eis gekauft. Thank you. Converse. Ich finde das so witzig. Und sie hat ein Pelvis-T-Shirt, wie die Marken hier verändert haben. Es gibt ja auch Pikey. That'll do it. Fällt mir.